Stefan Dörflinger. Im Motorradrennsport ein Name, ein Begriff. Ihm, dem Schweizer, ist es mitzuverdanken, dass die kleinste Hubraumklasse, die 50er, oder etwas humorvoll ausgedrückt, die Schnapsglasklasse, seit 1984 als die 80 Kubikzentimeter Kategorie bei den Zuschauern sowie den Sponsoren und der Industrie großes Interesse erweckte. Seit langem schon beherrschten die Italiener die kleinen Klassen in dieser Sportart. Namen wie Lazzarini oder Bianchi sprechen für sich. Doch Stefan Dörflinger, der wie ein Riese neben dem kaum 1,60 Meter kleinen Italiener wirkt, machte ihnen in den letzten Jahren das Leben mehr als schwer. In Assen 1980 wurde er hinter dem Spanier Riccardo Tormo Zweiter. Eugenio Lazzarini musste mit dem dritten Platz zufrieden sein. Im gleichen Jahr siegte er vor dem Italiener Lazzarini in Zolder. In der 125 Kubikzentimeter Klasse hatte Dörflinger jedoch weniger Glück. 1980 wurde Stefan Dörflinger Vize-Weltmeister. Hockenheim 1981, großer Preis von Deutschland. Start der 50 Kubikzentimeter Klasse. Stefan Dörflinger gewann vor dem Österreicher Hans Hummel und dem Deutschen Rainer Kunz. Das 125 Kubikzentimeter Rennen gewann der Spanier Angel Nieto. Stefan Dörflinger wurde Zweiter vor seinem Landsmann Hans Müller. Strahlende Sieger. Assen 1981. Stefan Dörflinger hatte 51 WM-Punkte, Riccardo Tormo 45. Der erste WM-Titel rückte für Dörflinger immer näher. Doch Tormo übernahm gleich die Führung. Dörflinger stürzte und wurde 1981 nur Dritter in der WM-Abrechnung. Ein Jahr später wieder in Assen, es ist Dörflingers Lieblingsstrecke, klappte es dann wesentlich besser. So übernahm er gleich die Führung und siegte mit seiner Krauser Kreidler vor Eugenio Lazzarini und Riccardo Tormo. Damals führte er die Weltmeisterschaft in der 50 Kubikzentimeter Klasse mit 45 Punkten an. Lazzarini hatte 25 und Tormo 24 Zähler. Rainer Kunz stürzte. ...1982 holte sich Stefan Dörflinger seinen ersten WM-Titel in der 50 Kubikzentimeter-Klasse. Lazzarini, ein Klassefahrer, mehr als enttäuscht. Während der Aufnahmen von Belgien und Schweden einige Notizen über Dörflinger selbst. Seit Jahren wird der Steffi, wie er von seinen Freunden und Fans genannt wird,
von der Firma Krauser Motorradzubehör in Mehring bei Augsburg unterstützt. Dreimal konnte er Weltmeister werden. 1982 und 1983 in der 50 Kubikzentimeter und 1984 in der neu geschaffenen 80 Kubikzentimeter Klasse. 13 Grand Prix-Siege konnte er feiern. 9 bei den 50ern und 4 in der 80 Kubikzentimeter Klasse. Aber 2 WM-Titel sind für Stefan Dörflinger besonders wertvoll. 1983 wurde die 50 Kubikzentimeter Klasse zum letzten Mal gefahren und Dörflinger wurde Weltmeister. Also bleibt er ewiger Weltmeister dieser Klasse. Ähnlich wie Toni Mang in der 350er Klasse. Nebenbei gesagt, im schwedischen Andersdorp gibt's im Fahrerlager sogar ein Schwimmbad. Doch während die einen noch badeten, gingen die Fahrer der 125 Kubikzentimeter Klasse an den Start. Stefan Dörflinger. '84 wurde die 80 Kubikzentimeter Klasse neu in die Weltmeisterschaft aufgenommen. Stefan Dörflinger gewann auf einer Zündapp und ging somit auch als erster 80 Kubikzentimeter Weltmeister in die Rennsportgeschichte ein. Der erste Lauf dieser Klasse fand am 15. April im italienischen Misano statt. Startaufstellung. Die Spannung war natürlich groß. Dörflinger und Arbold auf ihren Zündapp-Maschinen bildeten den Mittelpunkt des Interesses aller Zuschauer. Gleich nach dem Start ging Dörflinger schon in Führung. Hubert Arbold lag an zweiter Stelle, doch Pier Paolo Bianchi mit seiner Casal kam immer näher, überholte Arbold und kurz vor Ende des Rennens auch noch Stefan Dörflinger, dessen Bein nach einem Trainingsunfall in Hockenheim immer noch schmerzte. So siegte der Italiener Bianchi vor Dörflinger und Arbold. In Spanien siegte Bianchi wieder. Arbold wurde Vierter, Dörflingers Maschine verlor Benzin. So wurde er nur Siebenter.
Am 20. Mai ging es in Salzburg weiter. Zündapp-Konstrukteur Menzel begleitete die Chefin des Hauses Zündapp galant zu ihrem Platz. Hubert Arbold und Stefan Dörflinger in der ersten Startreihe. Herbert Rittberger arbeitete Tag und Nacht an den Maschinen, damit in Salzburg endlich der Durchbruch gelingt. Aber auch Gerhard Weibel mit seiner Seel stand in der ersten Startreihe. Bianchi in der zweiten Reihe, etwas nervös und unzufrieden mit seiner Maschine. In der letzten Startreihe die mutige Inge Ahrens. Gleich vom Start weg brauste Stefan Dörflinger allen davon. Gefolgt von Hubert Arbold, Gerhard Weibel und Pier Paolo Bianchi. Zuschauer waren außer Rand und Band. Die beiden Zündapp-Maschinen jagten auf und davon. Erster große Doppelsieg für Zündapp und das Team konnte endlich mal wieder ruhig schlafen. Krauser, wie immer bescheiden im Hintergrund, Dörflinger, Arbold und Weibel als Sieger dafür im Vordergrund. Kein Wunder, dass auch die heute 75-jährige Chefin der Zündapp-Werke die meiste Zeit ihres Lebens auf allen Geländestrecken der Welt verbrachte. Dies war ihr erster großer Straßen-Grand Prix, den sie miterlebte.
So erlebte sie den Sieg aus erster Nähe. Im Fahrerlager Frau Rittberger mit Töchterchen und Arbold Junior. Am 27. Mai wurde, nach langer Pause, der große Preis von Deutschland wieder auf dem Nürburgring gefahren. Zufriedenheit bei den Fahrern. Die neue Strecke gefiel, was man vom Wetter mal wieder nicht sagen konnte. Dörflinger war wieder Trainingsschnellster. Kein Wunder also, dass er auch gleich nach der ersten Schikane die Führung vor Gerhard Weibel übernahm. Später kämpfte Dörflinger rundenlang mit dem Spanier Martinez, der dann aber ausfiel. So fuhr Dörflinger unangefochten durch das Ziel. Zweiter wurde Bianchi, dritter Weibel und Rang 4 gehörte Arbold. Am 17. Juni war in Jugoslawien wieder die Hölle los. Viele Fans, die mit ihren schweren Maschinen angereist waren, wollten die alte Rennstrecke von Opatija testen. Viele Neugierige umlagerten die Straße. Wie in jedem Jahr gab es auch dieses Mal leider wieder Schwere. Nach dem Stand der bisherigen Rennen führte Bianchi die Weltmeisterschaft noch mit 50 Punkten vor Dörflinger mit 46 und Arbold mit 38 Punkten an. Weibel, Martinez und Stefan Dörflinger. Start nu i ciljnu zastavu dugogodišnjeg stazeru i finišeru utrke za veliku nagradu Jugoslavije drugu Bogdanu Mohoriću. Dann Start. Auch hier wieder in Führung Stefan Dörflinger. Die ersten Plätze kämpften aber auch Bianchi, Arbold, Weibel und Martinez.
Doch Dörflinger und Arbold konnten ihren Doppelsieg von Salzburg wiederholen. Der Spanier Martinez wurde endlich einmal Dritter. Erich Messner wieder voll in Aktion, denn es müssen stets, je nach Wetterlage, die richtigen Reifen zur Hand sein. In Assen hatte Dörflinger schon 61 Punkte auf seinem Konto. Arbold und Bianchi je 50 Punkte. Auch hier ging Dörflinger wieder in Führung. Doch nach wenigen Runden musste er mit einem Kolbenklemmer aufgeben. Pech. Niedergeschlagenheit an den Boxen. Die Weltmeisterschaft wieder in Gefahr. Doch dann kam die erlösende Nachricht: Bianchi ist auf den 6. Platz zurückgefallen. Und so lautete der WM-Stand nach Assen: 61 Punkte für Dörflinger, 60 für Arbold und 55 Punkte für Bianchi. In Assen errang Martinez vor Hans Spahn und Hubert Arbold seinen ersten Grand Prix-Sieg. Spahn aus den Niederlanden wurde Zweiter, Arbold Dritter. In Belgien siegte wieder Stefan Dörflinger, sodass ihm den WM-Titel kaum noch einer streitig machen konnte.
Beim letzten WM-Lauf am 2. September 1984 in Mugello war es sehr heiß. Dörflinger und Arbold am Start. Die Freude war gedämpft, denn den Zünderbrennstall gab es nun nicht mehr. Doch die Rettung kam mal wieder aus Mehring und hieß Mike Krause. Stefan Dörflinger und Hubert Arbold legten einen Superstart hin. Doch Gerhard Weibel stand ihnen nicht nach. Dörflinger führte, aber nach drei Runden wollte seine Maschine nicht mehr so recht. Er musste Weibel und Arbold vorbeilassen. Dörflinger kam als Fünfter über die Ziellinie und das reichte für den WM-Sieg. Cello wurde Gerhard Weibel vor dem Spanier Martinez. Arbold wurde mit seinem dritten Platz Vize-Weltmeister. Nach der deutschen Nationalhymne für Gerhard Weibel wurde Stefan Dörflinger als erster Weltmeister der 80 Kubikzentimeter Klasse gefeiert. Neben ihm Weibel, Arbold und Martinez. Nach der aufregenden Rennsaison 1984 freuten sich alle auf die wohlverdiente Winterpause. Stefan Dörflinger zog zufrieden seine Lederkombi aus und hängte sie vorerst an den Nagel. Neue erfolgreiche Saison 1985 ist bereits gesäumt.